Der Nordast der S-Bahn-Linien 3 und 4 der S-Bahn Rhein-Main verbindet die Main-Metropole Frankfurt mit Eschborn, Schwalbach, Bad Soden und Kronberg. Es werden dabei die Strecken der Limesbahn und der Kronberger Bahn sowie Teilabschnitte der Homburger Bahn und der Main-Weser-Bahn befahren. In dieser Dokumentation erfahrt ihr alles Wissenswerte über die Entstehung der Strecken, den dortigen Zugverkehr sowie den Streckenverlauf mit den daran liegenden Bahnhöfen. Viel Spaß! Der erste Teil der für uns relevanten Strecken wurde 1852 mit der Main-Weser-Bahn Frankfurt-Kassel eröffnet. Zur gleichen Zeit bemühte sich auch die Stadt Homburg um einen Bahnanschluss. Vorgesehen war eine Abzweigstrecke zur Main-Weser-Bahn, der allerdings aufgrund diverser Uneinigkeiten nicht umgesetzt werden konnte. Stattdessen entstand für die 1860 eröffnete Homburger Bahn eine separate Trasse über das Rebstockgelände nach Rödelheim und von dort weiter über Oberursel nach Homburg. Der Vordertaunus nahe der Stadt Frankfurt wurde mit der Zeit ein immer bedeutender Zweitwohnsitz für viele wohnhabende Frankfurter. Um dem aufkommenden Pendlerverkehr gerecht zu werden, wurde 1874 dann eine Zweigstrecke zur Homburger Bahn, die Kronberger Bahn, errichtet, welche über Eschborn nach Kronberg führte. 1884 konnte dann auch die bereits zur Eröffnung geplante Verbindung zwischen Bockenheim, heute Frankfurt West, und Rödelheim eröffnet werden. 4 Jahre später ging auch der Zentralbahnhof in Frankfurt in Betrieb. Die Verbindungskurve über das Rebstockgelände wurde zunächst abgerissen, etliche Jahre später allerdings mit verändertem Verlauf wieder aufgebaut. In den 1970er Jahren begann man dann mit der Errichtung eines S-Bahn-Netzes rund um Frankfurt. Unter anderem sollten Bad Soden und Kronberg angebunden werden. Dafür wurde die Kronberger Bahn bis Niederhöchstadt zweigleisig ausgebaut und auf der kompletten Strecke elektrifiziert. Nach Bad Soden gelang man zwar bereits seit 1847 per Bahn über Höchst, für die neue S-Bahn wurde allerdings eine neue Strecke über Schwalbach errichtet, welche 1972 ihren Betrieb aufnahm. 1978 ging dann die erste Stufe der S-Bahn Rhein-Main in Betrieb. Auf unseren Strecken verkehrten fortan die S3 Frankfurt Hauptwache Höchst über Bad Soden und die S4 Frankfurt Hauptwache Kronberg, beide in einem 40-Minuten-Takt, der sich bis Niederhöchstadt zu einem 20-Minuten-Takt ergänzte. Zum Einsatz kamen die Triebwagen der Baureihe 420. Seit 1983 fuhren beide Linien weiter bis zur Konstablerwache und ab 1990 bis nach Frankfurt Süd. 1995 wurde mit der Einführung des Rhein-Main-Verkehrsverbundes, kurz RMV, auf einen 30-Minuten- bzw. auf dem gemeinsamen Abschnitt auf einen 15-Minuten-Takt umgestellt. Außerdem erfolgte 1997 eine weitere Verlängerung nach Süden. Die S4 endet seitdem in Langen und die S3 in Darmstadt. Dafür endete die S3 jetzt allerdings nordwärts in Bad Soden, da die Züge bis Höchst meist nur sehr schwach ausgelastet waren und das Fahrziel Höchst bei vielen Fahrgästen Verwirrung auslöste. Zwischen Bad Soden und Höchst fuhr fortan eine separate Regionalbahn. 2005 wurde dann die S4 und 2010 auch die S3 auf die neueren 423 Triebwagen umgestellt. Heute verkehren hier so die beiden S-Bahn-Linien 3 und 4 in einem jeweiligen 30-Minuten-Takt, der sich wie angesprochen auf dem gemeinsamen Abschnitt zum 15-Minuten-Takt ergänzt. Abfahrt in Bad Soden ist von 4.20 Uhr bis 0.50 Uhr. Abfahrt in Kronberg ist von 4.08 Uhr bis 0.38 Uhr. Und Abfahrt in Frankfurt ist von 4.44 Uhr bis 1.14 Uhr.
Von diesem durchgehenden Takt wird nur am frühen Sonntag abgewichen, denn dann verkehren die beiden Linien nur im Stundentakt mit Ergänzung zum gemeinsamen Halbstundentakt. Die Besonderheit dieser Taktvariante ist, dass hier die S4 nach Darmstadt fährt, während die S3 in Frankfurt Süd endet. Das gleiche geht auch für den Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag stattfindenden Nachtverkehr, bei dem die S-Bahnen dann die ganze Nacht durchfahren. Eingesetzt werden auf beiden Linien die Triebwagen der Baureihe 423. Diese 70 Meter langen Triebwagen verfügen über 176 zweite Klasse und 16 erste Klasse Plätze. Sie bieten Mehrzweckbereiche, eine Klimaanlage, Fahrgastinformationssysteme und seit 2018 auch kostenfreies WLAN. Eine Toilette gibt es wie in S-Bahn-Triebwagen üblich nicht. Die Fahrzeuge bringen es in der Spitze auf 140 km/h, welche allerdings auf den S-Bahn-Linien 3 und 4 nie ausgefahren werden kann. Zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und Rödelheim muss sich die S-Bahn außerdem auch mit anderen Zügen die Strecke teilen. Es handelt sich um die S5 Frankfurt Südfriedrichsdorf und die S6 Frankfurt Südfriedberg, beide im Halbstundentakt, von Montag bis Freitag bzw. bei der S5 sogar bis Samstag auch auf Teilabschnitten im Viertelstundentakt. Beide Linien verkehren ebenfalls mit Triebwagen der Baureihe 423. In Rödelheim teilen sich S3 und 4 auch kurz die Strecke mit den RB15 Verstärkerzügen, die von Montag bis Freitag im Berufsverkehr zwischen Frankfurt und Gräfenwiesbach teilweise weiter bis Brandoberndorf unterwegs sind. Hier ist die HLB mit 609.0 oder 648 Triebwagen unterwegs. Zwischen Frankfurt West und Frankfurt Hauptbahnhof läuft die S-Bahn-Strecke außerdem parallel zur Main-Weser-Bahn, weshalb hier noch viele weitere Regionalfern- und Güterzüge mit uns unterwegs sind. Wir schauen uns jetzt den Streckenverlauf und die daran liegenden Bahnhöfe genauer an und starten dabei in Bad Soden. Ankunft hier in Bad Soden ist für die S3er immer zu Minuten 9 und 39. Planmäßig findet hierbei eine Doppeleinfahrt mit der Anschluss RB11 aus Frankfurt Höchst statt. Die Stadt Bad Soden zählt 22.500 Einwohner und zeichnet sich durch einen stark überdurchschnittlichen Kaufkraftindex aus. Der Bahnhof dieser Stadt besitzt zwei Bahnsteiggleise, in logischer Konsequenz eines für die S3 und eines für die RB11. Abfahrt für die S3 ist hier jetzt zu den Minuten 20 und 50. Die erste Zeit verkehren wir noch parallel zur Strecke nach Frankfurt Höchst. Beide Strecken sind eingleisig. Nach ein paar hundert Metern trennt sich das Ganze dann aber voneinander und wir biegen in Richtung Nordosten ab. Nach 1,4 Kilometern und 2 Minuten erreichen wir dann daraufhin auch unseren ersten Halt Sulzbach Nord. Der Halt Sulzbach Nord ist nur ein
Haltepunkt. Sulzbach zählt 9000 Einwohner und besitzt noch einen weiteren Haltepunkt an der RB11 nach Frankfurt-Höchst. Wir durchfahren jetzt innerhalb kürzerer Zeit mehrere Brücken und nähern uns dann daraufhin dem Bahnhof Schwalbach. Hier sieht man sehr gut, wie die S-Bahn eben erst 1972 nachträglich ins Verkehrsnetz mit eingefügt wurde und sie deshalb zahlreiche Höhen und Tiefen aufgrund der kreuzenden Verkehrswege hat. Der Bahnhof Schwalbach ist auf einer Länge von ca. 200 Metern überbaut. Da der S-Bahn-Bahnsteig jedoch mit 210 Metern länger ist, liegt der Bahnsteigsanfang und das Bahnsteigsende noch an der Oberfläche. Auch beim Bahnhof Schwalbach handelt es sich um einen Haltepunkt, der zeitgleich mit dem darüberliegenden Stadtteil Limesstadt eröffnet wurde. Schwalbach zählt insgesamt 15.500 Einwohner. Abfahrt hier ist zu den Minuten 25 und 55. Seit 2008 gibt es auch noch einen zweiten Halt in Schwalbach mit dem Namen Schwalbach Nord, den wir dann bereits nach einem weiteren Kilometer erreichen. Dieser neue Halt befindet sich direkt am Gewerbegebiet am Kronheimer Hang mit einigen Großunternehmen. Nach wenigen hundert Metern kommt jetzt in Fahrtrichtung links die Strecke aus Kronberg in Sicht, die ebenfalls eingleisig ist und auf die wir jetzt einzweigen. Damit befindet sich hier jetzt das offizielle Ende der Limesbahn und die S3 verkehrt von nun an auf der Kronberger Bahn. Diese Kronberger Bahn kommt, wie man dem Namen her erahnen lässt, aus Kronberg, dem Startbahnhof der S4. Und diesen werden wir uns nun ebenfalls noch einmal genauer anschauen. Wir springen also nach Kronberg. Hier kommen zu den Minuten 21 und 51 die S4er aus Langen an. Kronberg zählt 8.500 Einwohner und ist die drittreichste Kommune in Deutschland. Das Stadtbild wird von der Burg Kronberg geprägt. Der Bahnhof besitzt zwei Gleise, weil sich am Hausbahnsteig 1 auch ein Kiosk und ein kleines Reisezentrum befinden.
Das Gleis 2 wird planmäßig nicht verwendet und ist auch nicht legal begehbar. Hier können aber zum Beispiel Züge abgestellt werden. Außerdem besteht hier wie an den meisten Bahnhöfen unserer Reise Busanschluss. Abfahrt in Kronberg ist zu den Minuten 8 und 38. Da Kronberg der höchste Punkt auf unserer heutigen Reise ist, geht es von hier an viel bergab. Nach 1,2 Kilometern legen wir dann noch einen Halt in Kronberg Süd ein. Nach etwa 2 Kilometern nähern wir uns jetzt wieder der Sodener Bahn. Und da aus den zwei eingleisigen Strecken hier eine zweigleisige Strecke wird, muss unsere S4 das Gleis wechseln. Hinter diesem Gleiswechsel folgt dann 2,5 Kilometer von Kronberg Süd entfernt der Halt Niederhöchstadt. Niederhöchstadt ist bereits ein Stadtteil der 21.500 Einwohner starken Stadt Eschborn. Hier existiert ein Mittelbahnsteig. Von nun an verkehren auf unserer Strecke nicht mehr 2, sondern 4 S-Bahn-Züge pro Stunde, die sich zu einem Viertelstundentakt ergänzen. Unsere Strecke führt uns von nun an in Richtung Südosten und geht weiterhin stets bergab. Zwischen Niederhöchstadt und Eschborn kommt uns dann planmäßig auch eine S-Bahn entgegen, da durch die jetzt hier vorhandene Zweigleisigkeit nun gute Begegnungsmöglichkeiten bestehen. Einer S3 kommt hier immer eine S3 und einer S4 immer eine S4 entgegen. Und nach weiteren 1,7 Kilometern fahren wir jetzt auch in den Bahnhof Eschborn ein.
Der Bahnhof Eschborn verfügt ebenfalls über einen Mittelbahnsteig. Ein ehemaliges Ausweichgleis befindet sich zwar daneben, dieses ist allerdings mittlerweile stillgelegt. Eschborn liegt direkt neben Frankfurt und zählt 21.500 Einwohner. Bekannt ist es vor allen Dingen für seine zahlreichen Büros. Und da sich der Halt Eschborn eben nicht an den Bürostandorten, sondern in der Innenstadt befand, legt unsere S-Bahn auch noch einen weiteren Halt an den Bürostandorten ein. Dieser trägt den Namen Eschborn Süd und wird nach 1,7 Kilometern seit Eschborn erreicht. Auch Eschborn Süd ist nur ein Haltepunkt mit zwei Außenbahnsteigen, liegt jedoch direkt neben zahlreichen wichtigen Bürostandorten. Das Fahrgastaufkommen ist hier zum Teil so hoch, dass sich hier sogar ein Bäckerladen am Bahnsteig angesiedelt hat. Wir verlassen jetzt unseren letzten Halt, der sich nicht in Frankfurt am Main befand. Und außerdem den letzten Halt, an dem nur die S3 und S4 halten. Wir treffen jetzt in das Stadtgebiet von Frankfurt ein. Damit ist dann auch unsere Abwärtsfahrt seit dem Rand des Taunus weitestgehend beendet. Außerdem zweigt nach etwa 2 Kilometern seit Eschborn Süd dann in Fahrtrichtung links die Homburger Bahn aus Friedrichsdorf ein. Und daraufhin erreichen wir dann unseren ersten Halt in Frankfurt, den Bahnhof Frankfurt-Rödelheim. Rödelheim zählt 3 Bahnsteiggleise und damit erstmals auf unserer heutigen Reise mehr Bahnsteige als theoretisch notwendig. Gleis 1 wird von allen Zügen in Richtung Norden, also S3, 4, 5 und im Berufsverkehr auch der RB15 benutzt. Gleis 2 dient den Zügen von der Homburger Bahn in Richtung Süden, also nur der S5 und den Berufsverkehrs RB15 an. Und Gleis 3 ist den Linien von der Kronberger Bahn in Richtung Süden, also unseren Linien S3 und S4 vorbehalten. Mit denen wir jetzt auch weiterfahren. Aufgrund der eingezweigten S5 verkehren von hier an dann 8 S-Bahnen pro Stunde, die sich allerdings zu keinem Rheintakt mehr ergänzen. Überqueren dann nach kurzer Zeit den Fluss Nidda. Kurz darauf zweigt die sogenannte Rebstockkurve ab, eine alternative Fahrtmöglichkeit zum Frankfurter Hauptbahnhof, welche allerdings planmäßig nur von der RB15 genutzt wird. Für uns geht es jetzt weiter in Richtung Osten durch das Stadtgebiet von Frankfurt.
einmal trennen sich jetzt Verbindungsgleise von uns und wir erheben uns. Denn wir überqueren jetzt kreuzungsfrei die Main-Weser-Bahn aus Kassel. Und erreichen am Ende dieses Überwerfungsbauwerks den Bahnhof Frankfurt am Main West. Erhöht auf diesem Überwerfungsbauwerk liegen die Gleise 1 und 2 der S-Bahn. Diese werden nordwärts fahrend von allen Linien genutzt, da sich erst hinter dieser Station die S6 nach Friedberg von den anderen Linien trennt. In der Gegenrichtung jedoch hält die S6 in Richtung Frankfurt im unteren Bahnhofsbereich auf einem separaten Gleis 3. Daneben liegen dann noch die Gleise 4 und 5 für den Regional- und Fernverkehr sowie durchfahrende Güterzüge. Und daneben liegen dann noch weitere Ausweich- und Abstellgleise. In Frankfurt West halten neben den 4 S-Bahn-Linien die Regionalbahnen der Linien 34, 40 und 41 sowie vereinzelt auch Regionalexpresszüge der Linien 30, 98 und 99 sowie Fernzüge. Abfahrt ist jetzt für uns aus dem oberen Bahnhofsbereich. Es geht nun wieder eine Rampe hinunter auf die normale Höhe. Die Rampe mit dem Messeturm im Hintergrund ist eines der klassischen Fotomotive im Rhein-Main-Gebiet. Durch die eingezweigte S6 verkehren von nun an auf unserem Abschnitt 12 S-Bahnen pro Stunde, die sich zu einem 5-Minuten-Takt ergänzen. Nach einer Kurve und gerade einmal 900 Metern hält unsere S-Bahn jetzt auch bereits wieder am nächsten Halt, Frankfurt Messe. Dieser wurde erst 1999 eröffnet und dient, wie der Name schon erahnen lässt, zur Anbindung der Frankfurter Messe. Markant zwischen Frankfurt West und Frankfurt Hauptbahnhof ist allerdings auch die etwas erhöhte Führung der S-Bahn-Strecke auf einem Damm, was einen hochbahnähnlichen Eindruck vermittelt. Nach weiteren 800 Metern legen wir jetzt auch schon unseren letzten Zwischenhalt ein, an der Station Frankfurt-Galluswarte. Wie in der Station Frankfurt-Messe befindet sich hier lediglich ein Mittelbahnsteig. Hier steht jedoch auch Anschluss zu den Straßenbahnlinien 11, 14 und 21 der Frankfurter Straßenbahn. Unmittelbar hinter dem Bahnsteig befindet sich dann die letzte Möglichkeit, vom S-Bahn-Gleis auf die Fernbahngleise zu wechseln, um so in den oberen Bereich des Hauptbahnhofes einzufahren. Folgt jetzt eine Linkskurve und damit nähern wir uns dann unmittelbar dem Gleisvorfeld des Frankfurter Hauptbahnhofs. Im Hintergrund ist hier sehr markant die Frankfurter Skyline zu sehen,
die sich von der Camberger Brücke aus auch gut fotografisch festhalten lässt. Während es vorbei an Werkstätten und Abschnittanlagen geht, fährt unsere S-Bahn jetzt direkt vom Überwerfungsbauwerk per Rampe in einen Tunnel. Und nach 16 Kilometern und 21 Minuten seit Kronberg sowie 17,6 Kilometern und 26 Minuten seit Bad Soden erreichen wir jetzt Frankfurt am Main Hauptbahnhof Tief auf Gleis 104. Die Stadt Frankfurt am Main zählt 747.000 Einwohner und ist für seine zahlreichen Bankstandorte und die Skyline bekannt. Am Frankfurter Hauptbahnhof sind täglich über 450.000 Reisende unterwegs, die inklusive S-Bahn in bis zu 2.000 Züge einsteigen können. Von hier aus bestehen Weiterreisemöglichkeiten mit mindestens stündlichen Fernzügen nach Hamburg, Berlin, Leipzig, Nürnberg, München, Basel und ins Ruhrgebiet, zweistündigen Fernzügen nach Zürich, Dresden, Wien, Amsterdam und Brüssel, sowie auch nach Paris, sowie auch noch zu einzelnen Zügen nach Marseille, Mailand, Interlaken, Chur, Budapest, Westerland auf Sylt und Ostseebad Binz. Außerdem starten hier Regionalexpresszüge nach Kassel, Siegen, Fulda, Bamberg, Würzburg, Mannheim über Darmstadt, Mannheim über Riedstadt, Koblenz, Saarbrücken und Großumstadt-Liebelsbach, sowie im Berufsverkehr auch nach Limburg und Eltville und Regionalbahnen nach Neuwied, Limburg, Königstein, Dillenburg, Stadtallendorf, Glauburg-Stockheim, Wächtersbach, Hanau, Heidelberg und Erbach im Odenwald, sowie im Berufsverkehr auch nach Pannoberdorf, Nidda, Alzey und Wiesloch-Walldorf. Außerdem halten am Frankfurter Hauptbahnhof alle neuen Linien der S-Bahn Rhein-Main, welche quer durch das Rhein-Main-Gebiet verlaufen und Städte wie Wiesbaden, Hanau, Darmstadt oder Friedberg anbinden. Außerdem halten am Frankfurter Hauptbahnhof auch noch die U-Bahn-Linien 4 und 5 sowie die Straßenbahnlinien 11, 12, 14, 16, 17 und 21 sowie zahlreiche Stadt- und Regionalbusse. Unsere Züge der S-Bahn-Linien 3 und 4 fahren jetzt weiter durch den Citytunnel in Richtung Frankfurt Süd und von dort aus zu ihren Endbahnhöfen Langen und Darmstadt. Die Weiterfahrt durch den Citytunnel könnt ihr euch in einer separaten Citytunnel-Doku anschauen. Und wie es dann von Frankfurt Süd nach Langen und Darmstadt weitergeht, erfahrt ihr dann im nächsten Teil der Dokumentation über die S-Bahn-Linien 3 und 4, der in wenigen Tagen hier erscheinen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video und bis zum nächsten Mal.